versuchst hier gerade auf richtig professionelles Let's Play zu machen. Ach, du hast doch einen Schatten. Während ich hier voll besoffen rumlalle. Ich bin ja auch total besoffen und ich bemühe mich ordentlich noch zu sprechen. So, hallo. Und weiter geht's. Wir stehen hier. Boah, also total energisch. Ne? Total energisch. Ich bin ein wenig. Pass mal auf, du musst dir das bei den großen Let's Playern abgucken. Ach, die können mich mal am Arsch lecken. Und kommen dann zusammen. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Greetings to Sabrina. Ich gehe jetzt die Treppe hoch, so. Nix Greeting. Schöne Treppe. Die Texturen sind manchmal etwas unscharf. Was? Ja, komm. Das ist aber auch nur, weil ich eine Brille brauche. Ich muss mich betrinken, ne? Ich mich auch. Meine Güte. Ja, dann erstmal Prost, komm. Prost. Ich bleib mal stehen hier, genieße die schöne Aussicht hier. Das ist auf den Hybriden, die saufen da auch. Prost. Meine Fresse. Boah. So. Was hast du gestern in diese Hackfleischsoße von den Nudeln reingetan, wenn ich mal fragen darf? Das war eine Bolognese. Ah, hier. Aber sonst hatte ich noch nie so Blähungen. Kann man von auch. Dieser ach Bolognese. So, da bin ich von da gekommen. Guck, da bin ich runtergefallen. Mann, ey. Ich habe mich auch erschrocken. Ich dachte, da steht einer. Dabei war das nur der Zaunpfosten. Mit dem roten Auge. Gott. Das ist ein Leuchtturm, oder nicht? Ja, natürlich. Und der funktioniert auch nicht. Oder sind wir schon in Mordor? Mein Gott. Ich frage mich die ganze Zeit, wer hat diesen Zaun gebaut? A wonderful sight. Oh Mann! The moon cresting the junction between the cliff path and the stone circle. It cast a shadow of the ridge across the beach. All the world as if you had signed your name in untidy handwriting. Aha. Was? Wie? Also irgendwas mit dem Steinzirkel und diese. Ach, was weiß ich. Ich verstehe das auch nicht. Vielleicht verstehen das die Zuhörer. Ich hab hier immer nur so Mono-Sound auf einem Kopfhörer. Wieso hast du Mono? Keine Ahnung, gar weil das Ding hier wieder wackelt wie Socke. Ach so. So, jetzt habe ich Stereo. Okay. Ja, es gibt The immer so... Wackelkontakt. Was war das? War da was? Da war ein Blatt. So. Und das Gott. Auge. Das Auge von Sauron. Genau. Das ist Saurons Auge. Genau. Es ist Let's Play Herr der Ringe, aber mal anders. Mal ganz anders. Ja, komm, Quatsch, nicht, geh weiter. Ja, mach ich ja. Mama mia. Okay. Esst du übrigens gerade Erdnüsse für die Leute, die sich fragen, was das immer für ein Song. Jetzt kommt wieder so eine Erklärung. Nein, aber jetzt kommt doch Musik. Eben hat vor so einer Erklärung auch. Sag ich doch. They cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. Ah. You could see them from the mainland or the fishing boat, and notice and aid, or impose a cordon of protection. And wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff path died along with its hosts. My lines are just for this, to keep any would-be rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh. Aha. Also er hat von Zeichen gesprochen, die irgendwelche Leute in die Felsen gemacht haben, in die Kreidefelsen. Und er, seine Zeichen, keine Ahnung was. Also es ist jetzt eine total, also es ist jetzt überhaupt keine Übersetzung. Aber irgendwas mit einer Infektion, die Infektion ist nicht nur eine Infektion des Fleisches. Oh Gott, was ist das? Die, wo du gerade eben gesagt hast, hier, guck mal, was ist das für eine Linie da? Ja, genau, ich sag ja. Das ist nämlich, das war keine natürliche Linie. Mhm. Ich kenne mich aus. Hat komm also mit, doch ich kenn keiner mich hin ejakuliert. Nein. Wie es meine Vermutung war. Ja, du hast merkwürdige Theorien.
Gott, ist das schön. Schön ist anders. Danke. Doch, das ist schön. Wild und Natur. Der Bildausschnitt war scheiße. Ach. Ich habe dir mal ein Fotoapparat geschenkt. Was ist aus dem Ding geworden? Du musst üben. Ja, jetzt. Mach noch einen. Och, scheiße Bildausschnitt. Du hast überhaupt keine Ahnung. Nö. Okay, was... Ah, da ist der Steinkreis. Guck. Ah. Ja, da kann ich natürlich jetzt nicht so weit... Ah, da ist der Steinkreis. Okay. Ich denke mal, da werden wir irgendwie auch noch hinkommen müssen. Was ist das denn hier? Ein Stein. Ja, aber solche Steine stehen nicht einfach nur in der Gegend rum. Doch. Manchmal schon. Gehe ich jetzt links oder rechts an dem vorbei? Gehe ich jetzt rechts oder links an dem vorbei? Wäre ich jetzt noch ein Kind, würde ich sagen, ich gehe links dran vorbei. Dann machen wir das auch. Nee, doch rechts. Aber das ist ein schöner Ausschnitt. So. Ja, entschuldigt bitte, dass ich hier dauernd Fotos machen muss, aber ich kann nicht anders. Oh, Mann! With little to recommend. I have now spent 3 days in their company. That is, I fear, enough for any man not born amongst them. Despite their tedious inclination to quote scripture, they seem to me the most godforsaken of all the inhabitants of the Outer Isles. Indeed, in this case, the very gravity of that term, forsaken by God, seems to find its very apex. It appears to me that Donnelly, too, found those who wander this shoreline to be adrift from any chance of redemption. Did he include himself in that, I wonder? Donnelly. So, jetzt pass mal auf, Henrik, ja? Wenn, ohne D. Wenn du meinst, jeder könnte so gut Englisch wie du, ja? Dann kannst du so, dann kannst du sowas verschenken, ja? Aber... Ah, das ist den doch Rest egal. Sehen wir dann im nächsten Teil, wenn... Wenn es wieder heißt... Let's play day. Thanks. Dear Esther. Hier kann man überall hoch. Hier sind überall diese Steine. Das sind noch Steine, die noch irgendwie zu diesem Steinkreis gehören. Gehören. So redest du sonst nie. Selbst nicht, wenn du besoffen bist. Und gerade nicht, wenn du besoffen bist. Stacheldraht. Du versuchst hier gerade auf richtig professionelles Let's Play zu machen. Ach, du hast doch einen Schatten. Während ich hier voll besoffen rumlalle. Ich bin ja auch total besoffen und ich bemühe mich ordentlich noch zu sprechen. Deswegen hört sich das so künstlich. Und ich bemühe mich noch ordentlich dazu zu lallen. Damit es sich auffällt. Das ist wahrscheinlich auch noch. Boah, so da sind noch mehr Steinkreise. Ein Wal? Das ist doch nicht. Der Steinkreis ist links. Ja, aber ich komme doch hier nicht weg. Da ist doch überall Stacheldraht gewesen. Ein Schiff. Quatsch, das ist. Und die Höhle, das ist diese Höhle, die wir vorhin von oben gesehen haben, weißt du noch? Im ersten Teil. Weißt du noch? Da noch, da als wir da. Oh Mann! Echt! I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. Also er hat einen Paul getroffen irgendwie und die haben nicht so zueinander gefunden. Die haben so, die hatten wahrscheinlich ihre Differenzen. Ich möchte nicht wissen, was bei denen los gewesen ist, von dem, was ich da jetzt verstanden habe. Ja, lieber Henrik, wir sind jetzt nicht so firm, das alles so schnell zu übersetzen, aber es ist sehr schön gesprochen und ich finde es sehr poetisch. Ich finde es wunderschön. Also die Stimme hätte älter und tiefer sein können, finde ich. Ach, Quatsch. Es hätte besser gepasst. Ich möchte jetzt eine Aufnahme von diesem Schiff machen. Oh Mann. Ich da überhaupt hinkomme? Komme ich da überhaupt hin? Ja. Geh doch einfach weiter, wer weiß es.
Okay, da ist so wieder, da ist ja wie gesagt auch noch diese komische Höhle. Da wird der Mann drin sitzen, den nie einer gesehen hat. Hörst du das? Das ist ein Herzschlag. Hörst du diesen scheiß Herzschlag? Das ist ein Herzschlag. Wir gehen zurück zum Leuchtturm. Oh, sei ruhig. Da war irgendwas. Wie ein Funkgerät oder irgendwas. Ja, wir gehen zurück zum Leuchtturm, komm. Nee. Wir setzen uns da auf den Kai und warten. Voodoo, wir müssen hier jetzt gucken. Nein, ich gehe jetzt ins Bett. Nacht. Du kannst meine Kaltschale haben. Nee. Also ich gehe bis zu dieser Stelle. Was weißt ja total schon? Realistisch ist. Wenn man Schiss hat, geht man genau drauf zu, auf die Stelle. Wo ist es? Jetzt ist es weg. Ja, ist schon seit einer halben Minute weg. Oh, Mann. Irgendwie sind wir verseucht hier, oder? Das ist doch irgendwas mit Verseuchung. Es ist doch irgendeine Verseuchung hier im Gange. Gehen wir zu der Höhle oder gehe ich da? Nein, lass uns Blumen pflücken oder sowas. Lass uns was Schönes machen. Wir gucken einfach in den Himmel. Wir fragen jemand, ob es hier eine Disco gibt auf der Insel. Ja, wenn wir jemanden finden. Aber ich weiß nicht, ob ich jemanden finden will. Ich suche schon wieder einen Aschenbecher im Dunkeln. Ja, der ist hier. Deiner steht wahrscheinlich... Oh Gott, sonst wo. Zappong. Zappong. Mikro vor die Fresse gehauen. Schön. Also dieses Spiel, da passiert ja nicht viel, aber es ist echt aufregend. So, ich muss mir jetzt erstmal... Ich gucke mir jetzt diese Höhle an. Zu viel. Das ist wahrscheinlich... Ist das... Weißt du was? Ich glaube, das ist ein Spiel... Dafür, dass man das echt alleine spielt. Nee, das ist schon gut so. Und deswegen hoffen wir, es hat euch gefallen. Ja. Und Mohnknopf macht das ab jetzt alleine. Nein, das mache ich nicht. Doch. Aber wir sehen uns. Ich fahre jetzt nach Hause. Wir sehen uns jetzt bald wieder. Was, ist schon wieder? Ja, oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hören wir jetzt schon auf? Ja, wir hören auf.